Hallo, mein Name ist Juliette Piotrowski und ich erzähle euch heute, wie bei mir alles angefangen hat. Bei mir hat eigentlich alles schon relativ früh angefangen. Da war ich so knapp ein Jahr alt. Ich bin immer mit meiner Mutter in den Stall gefahren und wollte unbedingt immer mit aufs Pferd. Hat sie mich immer, wenn sie fertig war, vorne auf den Sattel genommen und dann durfte ich mal mitreiten. Als ich dann so angefangen habe zu sprechen, habe ich immer gesagt, Mama, nicht Lapp, nicht Schritt, Lalopp. Ich wollte nur galoppieren. Und irgendwann, mit drei war es dann soweit, habe ich mein erstes Pony gekriegt, so ein kleines, freches Shetline-Pony, was mich ständig runtergeworfen hat. Ja, und dann kam mein nächstes Pony, das war eine Marsvogelstute, auch ganz heiß. Und irgendwann war es dann soweit, da war ich 15 oder 16, da hatte meine Mutter ihren zweiten Bandscheibenvorfall. Und da wollte ich unbedingt ihre guten Dressurpferde reiten, weil ich wusste, dass dieser Lehrgang war, wo man danach zum Bundestrainer konnte. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich sehe das doch hier jeden Tag, dann könnte ich es doch mal probieren. Und dann hat meine Mutter mich wirklich innerhalb von 2,5 Monaten richtig gedrillt. Ich wollte es allerdings auch. Und dann bin ich dahin und auch direkt weiter. Und so ist eigentlich alles entstanden. Beim Springen ist es halt einfach so, du hast unglaublich viel Adrenalin, wenn du mit deinem Pferd im Parcours bist. Du musst dich wahnsinnig darauf konzentrieren, jeden Sprung passend anzureiten, immer den gleichen Rhythmus zu halten. Wenn du zum Beispiel Stechen reitest, besonders schnell und wendig und Stilspringen besonders schön. Das war eigentlich immer für mich so der Reiz daran, immer wieder das neu zu versuchen, mich zu übertreffen. Dadurch, dass ich dann immer weitergekommen bin und ich gemerkt habe im Prinzip, wie viel Spaß es machen kann, im Viereck mit dem Pferd so eins zu werden, das ist im Parcours halt einfach nicht so. Du versuchst natürlich mit deinem Pferd die schnellste Zeit zu erreiten oder besonders stilistisch gut zu reiten, aber es ist nie so, dass du sagst, okay, jetzt kommt eine Piorette, ich muss es vorbereiten, ich muss gucken, dass er unter mir weiter galoppiert und ich ihn einfach wenden kann. Das sind halt so ganz unterschiedliche zwei Sachen, ne? Also meine Mutter ist früher schon in meinem Alter auch Junioren, junge Reiter geritten, war auch deutsche Meisterin etc. und war dann auch im B-Kader bei den Senioren. Wir hatten damals den Dornfelder und der ist halt eigentlich, wenn du die richtigen Knöpfe drückst, 1000-prozentig verlässlich. Wenn du aber was falsch machst, dann macht er es auch nicht. Also das ist halt richtig wichtig gewesen, so ein Pferd zu haben, damit ich als Reiter viel lernen konnte. Und nachher habe ich ja dann noch den Flickflack gehabt, den ich dann von einer Kundin zur Verfügung gestellt gekriegt bekommen habe. Und der war halt im Prinzip wieder so ein Gegenteil. Der Dornfelder war eher stark, kuckig und hat dir halt auch schon mal das Leben nicht ganz so einfach gemacht, wenn er dann geguckt hat. Und beim Flickflack war es eher so, du musstest ihn bremsen, weil er so ehrgeizig war und musstest ihn leicht führen, musstest ihn aber schon machen lassen. Und das war einfach wahnsinnig toll, dass ich zwei so unterschiedliche Pferde hatte, auf die ich mich aber eigentlich immer verlassen konnte. Jetzt habe ich euch was über meinen Weg erzählt. Das nächste Mal erzähle ich euch was über mein Team.